Und damit herzlich willkommen zurück. Ja, in der Folge nach den Spiele Smalltalk. Ich habe mal gedacht, ich mache mal einfach so eine themenbasierte Geschichte. Tschüss. Könnt ihr ja gerne mal schreiben, wie das so bei euch angekommen ist. Ob wir das so oft öfter machen sollen. Ja, ich glaube, das ist ein bisschen eng. Wir gehen mal gucken. Ich glaube, das reicht. Ach, das reicht. Come on. Dann können wir hier Förderbänder haben. Schnarch. Das hat im Übrigen den Vorteil, dass wir hier unten Fabrics machen können. Direkt hier hinter. Wobei, wir müssen gucken, es geht hier ein bisschen bergauf in der grünen, hässlichen Natur. Wir Amerikaner, wir fahren fette Karren, wir hassen Natur. Natur ist einfach ein Produkt, was wirklich grausam ist. Wirklich, very grausam. Es geht nichts über amerikanischen Beton. Ja, das ist ganz klar. Das ist, ja, jetzt gehe ich schon fast ins Bayerische. So, da unten haben wir auch nochmal Stein. Ja, wir könnten natürlich mal gucken, wie wir was legen, wo hier noch was ist. Können wir das Ding, das wird hier noch ewig dauern. Das wird noch ewig dauern, bis wir das hier wegbekommen. Aber gut, wir haben ja auch noch keine Eile. Und da hinten... Hallo, bald kommen wir zu dir, dann können wir dich streicheln. Übrigens, ich hatte schon mal vor zig Folgen gesagt, man kann auch auf seinen Rücken springen. Das geht auch. Werden wir natürlich auch noch machen. Ist ja logisch. Oh, wir könnten da hinten bis zur Grube hin. Ich glaube, was wir hier machen, ist ein bisschen too low. Boah, die ganzen Schatten, es ist cool. Es fehlt das Muttertier, komischerweise. Aber Hauptsache, wir sehen die Kleinen. Das ist schon nice. Sonst sehen wir immer die Großen. Das ist schon interessant. Ja, und guck mal, wir können da schon oben drauf fast. Das ist Wahnsinn. Komm hierher! So. Ja, wir könnten natürlich wirklich da bis zur Kante hin. Das hätte den Vorteil, dass wir auch die Kohlekraft direkt sehen können. Wie alles zugemüllt wird. Da haben wir auch schon Fabriken und der Nebel wird krasser. Also ich glaube, es gibt es sowas wie Umweltverschmutzung. Das wäre nicht so witzig. Geht die auch wieder weg? Man weiß es nicht. Ja, jetzt haben wir ein bisschen, wir müssen mehr Concrete machen. Das hört sich falsch an, ist aber vollkommen richtig, wie der Amerikaner weiß. Amerikanischer Beton ist der beste Beton. Und wer was anderes behauptet, bekommt Zölle. Ja, Zölle auf seinem Beton. Ist ja logisch. So lange, bis er lernt, dass amerikanischer Beton der beste Beton ist. Ja. You understand? Okay, das dauert einfach viel zu lange. Haben wir irgendwo noch Schnecken? Liebe Schnecke. Wir könnten ansonsten da hinten noch ein Werk bauen. Wäre jetzt ja auch nicht das größte Problem. Hier haben wir noch zufälligerweise irgendwo... So, wir könnten noch was essen. Vielleicht sogar mal zuerst. Ja, kann man mal machen. Ups. Schnecken, liebe Schnecken, wo versteckt ihr euch denn? Ist schon alles ein bisschen durcheinander hier. Ich glaube, wir haben gar keine Schnecken mehr. Wir müssen eine Schneckentour machen, liebe Leute. Was haltet ihr davon? Ich bin unentschlossen. Komm mal her, wir machen eine Schneckentour. Komm mal her. Come on. That's funny. It's funny fresh. Bitte was?
So, wir sind leer. Ist die Frage, nehmen wir das Fahrzeug? Nö, ne? Ich glaube, wir sollten nur die Signale mitnehmen. Die hatten wir hier irgendwo. Ich glaube, das ist von großer Interesse. Hatten wir nicht tolle Signale? Okay, ich glaube, wir sollten den vor allen Dingen mitnehmen. Und so viel Konkret wie geht, falls wir bauen müssen. Und dann machen wir eine kleine Wanderung. Komm her. Was hat Rudi Carrell schon gesagt? Ein bisschen Spaß muss sein. Dann kommt das Glück von ganz allein. Wir können da oben lang. So, und erstmal wieder Urheberstrike. Ich finde, das ist momentan übrigens sehr viel. Auch ich bei meinen Minecraft-Videos bekomme immer mehr... wie nennt man es denn so? Sind das so Disclaims? Ich weiß es nicht. Reden wir einfach Deutsch, weil wir es können. Auch meine Videos werden immer wieder... Ja, angeblich wegen Urheberrechtsverletzungen... ja, geclaimed, also gemarkert, gekapert, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll. Den haben wir schon, das war der mit dem Strom, ne? Der ist leer. Das ist gut. Ja, wobei ich natürlich keine Urheberrechtsverletzungen mache, aber was soll ich dagegen machen? Ich kann mit denen gern diskutieren, wird nichts bringen. Beziehungsweise, man kann nicht mit denen diskutieren. Ich könnte Widerspruch einlegen, aber es handelt sich um steinalte Videos. Das macht einfach keinen Sinn, da irgendetwas zu machen. Ich lebe einfach damit. Werbeeinnahmen sind eh nicht da, also sollen sie mal ruhig machen. Ich dachte, wir gehen mal hier oben lang, weil es so schön gefährlich war. Ich habe gerade mein Leben wie ein Film vorbeilaufen sehen. So. So. Manchmal... Alter, ich sollte ein bisschen aufpassen, ne? Also mit diesen schnellen Rennen ist es echt ein Problem. Apropos Problem. Es ist auch ein Problem, nicht den richtigen Stock in der Hand zu halten, um wild um sich zu schlagen. So, hier geht's lang. Okay, hier ist auch ein bisschen breiter. Das ist gut. Da oben ist ein Wrack, das haben wir auch schon. Ich würde mal sagen, wir gehen hier einfach mal weiter. Wir erforschen. Und wir können hier, guck mal, wir können schon, ne, das ist schon fast die Höhe. Und das ist so tief und neblig, das ist Unwetter. Das ist einfach Unwetter hier. So. Aber der Amerikaner weiß natürlich, Unwetter ist natürlich eine Folge von zu vielen Pflanzen auf diesem Planeten. Das weiß sogar die AfD. Der Klimawandel ist nicht vom Menschen gemacht. Ja, ganz schlaue Leute, ganz schlau. Hyperintelligent. Das Geilste ist immer, wenn man sowas, wenn man was sagt gegen die AfD, kommen immer Kommentare so, ja, aber das sind doch alles so Studierte und voll Schlaue und ja, weil jemand studiert, ist er schlau. Hast ja recht. Der ist hyperschlau automatisch. Ein Studium sorgt einfach dafür, was haben wir da unten? Ah, wir sind hier. Erst hier. Okay. Ein Studium sorgt grundsätzlich dafür, dass du hyperintelligent bist. Ja, das ist klar. Da darf man auch auf jeden Fall nicht hinterfragen, weil wenn jemand ein Studium hat, das ist ganz wichtig, bloß niemals diese Person hinterfragen, sie hat ja studiert. Die muss schlau sein. Ja, das ist ganz, ganz wichtig, dass ihr das wisst. Das sind so die Kommentare, die ich immer kriege. Auch bei Twitter oder unter meinen YouTube-Videos. Ja, die haben aber studiert. Ja. Habt ihr ja recht. Dann, glaubt den Mist und werde glücklich damit. Ja, mehr kann man dazu ja nicht sagen. Und wer nicht kritisch hinterfragt, der hat verloren. Und wer sich nicht kritisch hinterfragen lässt, das muss man ja auch sagen, der hat natürlich auch verloren. Das ist ganz klar, weil das ist natürlich unwählbar.
Kritik gehört dazu. Solange es keine Beleidigung ist. Wir gucken mal. Ich hoffe, das reicht alles. Das wird eng mit dem Concrete. Mit dem Concrete. Hallo. Hallo, Spiel. Hallo, warum gehst du nicht darauf? Was soll das? So. Es ist doch zum Mäusemelken. Alter, es hat gerade voll gefreezed. Ich habe nur gedacht, Junge, beweg dich nicht. Ach so, hier ist auch schon Gift. Oh, hier ist alles Gift. Ich verstehe, ich komme hier nicht weiter. Gut, wir müssen erst die Gasmaske entwickeln und erfinden, damit wir haben eine Chance hier. Wir müssen einen anderen Weg finden, um Welt zu erkunden. Das sieht da unten schon sehr interessant aus. Ich mach mal langsamer. Ich glaube nur, ein Sturz wird schmerzhaft. And the question is, wo geht's dann weiter? Ja, ich glaube, es macht nicht viel Sinn. Wir müssen zurück und werden unten lang erkunden. Entschuldigung! Naja, wir haben schon mal ein bisschen weitergebaut fürs nächste Mal. Hui! Voll verrückt und dann 6000 Meter tief fallen. Boah, das ist so hoch. Hier kriegst du echt Panik. Oh. Hilfe. Das Spiel, es macht mich schwach. Okay, da hinten ist ein Elefantenfriedhof oder so. Das sieht schon krass aus. Da müssen wir hin. Das sieht krass aus. Da müssen wir hin. Alter, es ist mega krass, ne? Aber der Nebel verschwindet. Ich glaube, das ist nur wegen der Höhe der Nebel. Wegen der Sichtweite. Also interessant ist, Nebel haben wir auch in dem Tal. Da machen wir nichts. Ich glaube, den Nebel, den verursachen wir gar nicht. Der ist einfach an manchen Stellen da. Da hinten ist auch Nebel, da sind wir ja noch nicht mal. Ich dachte erst, dieser Nebel wäre von uns. Aber ist ja gar nicht. Naja, so kann's laufen, my friend. Ey. Jetzt ein bisschen aufpassen. Wo ging's hier runter? Da. Wie so ein Baby, ne? Ein Baby sagt auch immer, da. Oh. Was könnten wir nur da oben haben? Wir können es versuchen rauszufinden, geht aber nicht. Okay. Versuchen es nochmal. Vielleicht ist da ja was. Ich dachte jetzt, wir fallen sonst wie tief. Aber so können wir ja damit leben. Ah, ich kann nicht springen. Okay, wir kommen da nicht rauf. Gut, dann würde ich mal sagen, ab in den lila Wald. Aha, wir haben gefunden eine Pilz. Ja, Blätter brauche ich nicht. Schön hier, da unten waren wir. Da war übrigens die Schnecke mal. Falls ihr euch noch entsinnt. Dann sind wir in diesem Tal, in diesem Nebeltal gewesen. Ja, die Gegner im Übrigen, tendenziell werden die weniger. Ich weiß auch nicht warum. Den können wir doch 100%, ich muss es wissen. Ach du Scheiße. Bom, bom. Das Geräusch finde ich richtig cool. Die Frage ist, wo ist hier was?
Wir könnten natürlich hier mit dem Schneckenradar auch auf Schneckensuche gehen. Okay, krass. Alter, wie es da einfach nur bergab geht. Okay. Das ist schon heftig, was hier abgeht. Wie gesagt, wir könnten jetzt hier explizit Schnecken suchen oder einfach die Gegend mal erkunden. Ich dachte, wir erkunden die einfach mal. Und hier passen wir mal auf, weil hier ist bestimmt... Okay, das ist ein bisschen mies. Der ist krass drauf und auf so... Bitte was? Okay, das hört sich irgendwie falsch an, aber... Das war überraschend. Und hier sind noch mehr von den Viechern. Man hört es förmlich. Ich sehe was, was du nicht siehst. Ich will doch nur meine Schnecke. Okay. Und hier soll man ein bisschen vorsichtiger sein, weil wie gesagt, wenn wir hier jumpen aus Versehen, dann war es das. Aber die Schnecken sind schon an Gemeinecken, ne? Und das hier ist richtig krass. Du kannst hier einfach nichts fallen. Guckt euch das an, Alter. Du bist tot danach. Für immer und ewig. Ich habe ein bisschen Respekt vor dieser lilanen Region hier. Aber auch nur ein ganz kleines bisschen. Ja, also nicht, dass ihr hier denkt, ich hätte hier den übelsten Respekt, ja. Ich höre was. Junge, ich wollte dich gerade schlagen, mein Süßer. Okay. Ich würde da ja gerne, wenn ich ehrlich bin, kommen wir hier irgendwie lang? Andererseits, vielleicht wollen wir das auch nicht, man weiß es nicht. Alter. Alles mitnehmen, was geht. Wir gehen lieber mal hier lang. Ich glaube, da mit dem Viech legen wir uns jetzt gerade nicht an. So weit sind wir noch nicht. Hier würde es massiv nach unten gehen, oder? Aber hier sind die Früchte schon weg, oder? Nee. Aber wir gucken mal. Was haben wir zu verlieren? Aha, aha, aha. Ein schöner Strand. Das ist die Frage. Was hat dieser schöne kleine Bach? Na, Bach ist es nicht. Ist schon ein kleiner Fluss. Uns zu sagen. Wir gehen mal hier weiter lang. So. Ich habe nichts gesehen. Bitte was? Hier ist eine Spinne irgendwo noch. Ich sehe sie aber nicht. Okay.
Und wir sollten uns angewöhnen, immer voll Power zu sein. Denn das ist schon ein bisschen krasser hier. Ich höre sie, aber ich sehe sie nicht. Ich weiß gar nicht, wo wir hin wollten. Wahrscheinlich hier. Ich weiß es gar nicht mehr. Eigentlich sind wir Richtung... Bitte was? Da bist du, mein Freund. So. Ja, man muss hier vorsichtig sein. Das ist eine gefährliche Gegend hier. Spinne! Alter, ich krieg die nicht. Okay. Seid froh, dass ich das Licht nicht anhab. Eine Schnecke! Die holen wir uns. Eine grüne Elektroschnecke. Wir können sie gebrauchen. Wie die Pilze. Auch die sind sehr vitaminreich und zu gebrauchen. Sind Pilze vitaminreich? Schreibt's gerne in die Kommentare. Ich esse keine Pilze, daher weiß ich sowas nicht. Obwohl, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie viele Vitamine enthalten. Wahrscheinlich eher andere, irgendwelche wichtigen Dinge. Okay. Ich weiß es nicht. Sollten wir es mitnehmen? Ich weiß es immer nicht. Komm her. Ich habe echt Angst. Irgendwas wird sich verändern. Wir probieren es einfach. Was haben wir zu verlieren? Harvest. Ja, ja. Wir harvesten dich, aber eigentlich sollten wir das wahrscheinlich nicht tun. Und das wissen wir alle. Ah, das ist so eine Giftpflanze. Okay, ich würde mal sagen, wir machen jetzt Folgendes. Wir gehen hier oben lang und springen tief ins Wasser. Okay, wir sind fast tot. Oh, krass, die Pilze. Okay. Und hier gibt's so viele. Das ist okay. Ich wusste gar nicht, dass die schönen Speckpilze so nahrhaft sind. Okay, was haben wir hier? Voll viel Bären. Was ist hier los? Kommt hier der Endboss? Ich bin der Boss. Okay. So. Und wer jetzt sagt, ja, du darfst die Orientierung nicht verlieren. Ich habe sie schon verloren. Ich weiß schon gar nicht mehr, wo das Wasser war. Das war es nicht. Aber hier geht es langsam Richtung nach Hause. Dementsprechend sollten wir hier vielleicht einfach mal
lang gehen. So. Okay. Komm mal her. Da ist Spider-Woman. Oh, die ist sogar groß. Okay, dann bin ich jetzt neugierig. Wenn hier eine große ist, dann muss es hier doch was geben. Nein! Ah, dieses eine Viech. Ich weiß nicht, ob ihr seht. Ich mach mal Licht an. Die sind nicht dumm, ne? Ich schwöre euch. Auch das Viech kriegen wir. Und hier ist immer noch ein Viech anlaufen. Nur wo? Alter, dieses Geräusch macht mich wahnsinnig. Wo ist es? Da. Irgendwo hier ist noch eins. Wir nehmen mal das Bauxit mit. Wow. Das sind die Momente. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Sehr gut. Mein Freund, dir will ich nichts tun. Ja, die Speckpilze können wir lassen, das da hinten auch. Ist hier aber nichts. Die machen hier doch nicht eine fette Spinne hin, wenn hier gar nichts ist. Da hinten sind sogar noch so Fliegenblumen. Pilz. Hm. Ich muss zugeben, ich finde es ein wenig merkwürdig. Aber wir können ja auch mal ganz kurz eine Sache machen. Wahrscheinlich da oben. Hast du was im Hintern? Ja gut, da kommen wir nicht hin. Oder vielleicht doch. Oh oh. Ja, ja, die machen kurz Schaden. Und nicht zu knapp machen die Schaden. Und ich höre schon. Hm. Da oben ist es. Aber das wollten wir ja gar nicht. Ist die Frage. Da ist natürlich keine Chance. Und nach oben?
Wir können ja nochmal hier lang gehen, aber hier haben wir das Gift, ne? Ich glaube, wir kommen hier nach oben. Komm, das passt schon. Wir düsen Richtung nach Hause weiter, damit wir da unsere Rohstoffe mal weiter verarbeiten können. Und ich würde sogar sagen, liebe Leute, an der Stelle, hier sind wir ein bisschen in Sicherheit, hoffe ich. Machen wir einen kleinen Cut und dann bis zur nächsten Folge, wenn wir wieder zu Hause sind. Bis gleich.